Chitauri werden unruhig. Sie sollen sich wappnen. Ich führe sie in eine ruhmreiche Schlacht. Dein unbedeutender Ehrgeiz. Wir sehen größere Welten als die Erde, die uns der Tesserakt offenbaren wird. Noch habt ihr den Tesserakt nicht. Du bekommst deinen Krieg. Brauchen Sie das Zeug hier? Ja, Iridium. Kommt in Meteoriten vor und bildet Antiprotonen. Ist nicht leicht zu beschaffen. Besonders wenn Shield weiß, dass man es braucht. Sag mir, was du brauchst. Ein Ablenkungsmanöver. Der Tesserakt wäre in jedermanns Händen gefährlich, aber in Loki's? Ich möchte gar nicht wissen, was er mit dieser Macht anstellen könnte. Das Chaos, das er dieser Welt bringen würde, wäre bestimmt kein harmloser Spaß. Warum will er ihn überhaupt? Ist sein Zepter nicht schon stark genug? Hoffentlich kann unser kleines Expertenteam ihn aufspüren, ehe es zu spät ist. Ich meine, wenn es keine Umstände macht. Nein, nein, schon in Ordnung. Es sind sehr alte Karten. Hab Jahre gebraucht, bis ich alle zusammen hatte. Fast neuwertig. Leichter Gelbstich an den Rändern. Wissen Sie, es ist eine sehr große Ehre, Sie an Bord zu haben. Ich hoffe, ich bin der Richtige dafür. Oh, das sind Sie. Absolut. Aber manche haben sie auch direkt den Sprecher genommen. Zum Beispiel Phil und Captain America. Stimmen kommen mir schon sehr bekannt vor. Agent Romanoff, wir kommen mit Captain Rogers an Bord. Bereiten Sie die Landebahn für die Landung vor. Ja, ich tue mich sehr verfügbar waren die. So, Agent Romanoff soll das vorbereiten. Das kann Agent Romanoff nicht, deshalb braucht man erstmal das Pferd. Ja. Das sieht nach einem weiteren gefährlichen Dilemma aus. Okay, wie du meinst. Das machen wir erstmal, also offensichtlichste, was mir direkt auffällt. Wenn wir das Feuer nicht einschalten können, wird hier in nächster Zeit so schnell niemand landen. Jo. Shield hat viele Geheimnisse, ich weiß. Aber naja, ich bin mir nicht ganz sicher, wer die Idee hatte, eine der Sicherheitskameras mit der Steuerung des Landefeuers zu verbinden. Müsst ihr jetzt bitte die Klappe halten? Ich wollte mich gerade unsichtbar machen, um den Halter umzulegen. Schon mal hier sind. Wie gefällt Ihnen das Willkommensbanner für Captain Rogers? Schick, oder? Jo, schick. Oh, davon stand aber nichts in den letzten Bullpen Bulletins. Das der kannst du ja auch machen. Und jetzt das Ding nicht machen. Aber das kannst du auch, wenn du unsichtbar bist. Natürlich. Natürlich kannst du auch dann den Sicherheitscheck machen. Danke für das Minikit. Ach Leute, was soll das? Können die Ölfässer bitte nicht auf dem ganzen Helicarrier-Deck verschüttet werden? Ja, also wirklich mal. Vorsicht bitte. Das würde schlimme Flecken hinterlassen. Außer man ist komplett in Schwarz gekleidet. Ja gut, dass wir komplett in Schwarz gekleidet sind. Sieht nach einem weiteren gefährlichen Dilemma aus. Ne? Wir werden eine schwarze Wegwiese. Oder einen Sportdirektor. Wo ist er? Wo? Oh ja, ist untergegangen. Ja, sie fällt ja dann da runter. Davon stand aber nichts in den letzten Bullpen Bulletins.
Würdest du? Ja. Bitte. Bitte, du bleib doch jetzt mal hier draufstehen. Sich da überspringen. Sie kommt da rauf, theoretisch. Siehst du bloß gerade echt dämlich an. Mach das nicht so, wie ich denke. Wie es gerne hätte. Ich will sie aber drauf kommen. Sollte sie eigentlich. Weil sie muss das ja hier. Na komm. Links hier. Oder müssen wir uns hier so stellen. Wie gesagt, der Außenmann ist komplett schwarz gekleidet. Oder nicht. Das sieht nach einem gefährlichen Dilemma aus. Ach, komm schon weiter. Ich will die Klamotten vom Sauna, sondern in schwarz gekleidet. Denn sie juckt das nicht und sie kommt hier theoretisch auch hoch. Oh, davon stand aber nichts in den letzten Bullpen-Bulletins. Digga, Stan Lee, halt doch jetzt mal bitte deine Fresse. Du nervst. Guck mal, mit Captain hat alles rein. Die Augen geradeaus. Das sieht nach einem. Doch, meine Güte, ey. Das wollte ich jetzt nicht noch machen, weil ich glaube, dass es so funktioniert. Nein, Jane. Hat jetzt unnötig lange. Komm her. Oh, davon stand aber nichts in den letzten Bullpen-Bulletins. Ja, warum erzählt Stanley das dann dauernd? Warum muss man es dann dauernd wiederholen? Das nervt ja wirklich mal. Jetzt hier ist Tor. Ja. Oh je, wenn der Quinjet wegen mir nicht landen kann, dann wird aus Direktor Fury Direktor Fuchsteufels Wild und aus mir Direktor arbeitslos. Moment, Direktor arbeitslos. Hi, Direktor arbeitslos. Signaloffizier zu Ihren Diensten. Hätte ich nicht vor kurzem meine offiziellen Shield-Signalfahnen verloren. Der nächste Quinjet könnte nämlich jede Minute landen. Können Sie mir helfen, sie zu finden? Okay. Da oben nicht sehen. Wenn ich doch nur, keine Ahnung, etwas Spezielles von Shield hätte, das meine Fahnen orten könnte, das wäre wirklich sehr, sehr hilfreich. Ja. Ja, vielleicht in die Silberwelt machen kann. So eine Fahne holen wir gleich. Bitte, schön zu öffnen, jetzt. Yes. Oh, oh, davon stand aber nichts in den letzten Bullpen-Bulletins. Ja, Stanley, was willst du, Andor? Ich will mich jetzt nicht mal in Ruhe meine Arbeit machen lassen. Das Deck ist nun schön sauber. Fast so gut wie neu.
Hätte nicht gedacht, dass man seine Spiegelung im Beton sehen kann. Ja. Kurzzeit richtig. Komm her. Geben Sie. Ja, du musst schon rüber gehen. Das sieht nach einem weiteren gefährlichen Dilemma aus. Ja, ich richte die Kanone auf. Vielleicht fahren wir noch kurz hier angucken. Vielleicht bringen die gleich so. Ja. Da sind sie. Puh. Nun stehe ich im Rampen. Signallicht. Ja. Hoffentlich weiß ich noch, wie es geht. Habe ich eigentlich erwähnt, dass das mein erster Arbeitstag ist? Okay, Direktor arbeitslos. Was ist das denn für ein Schicken? Agent Romanoff, Captain Rogers. Ma'am. Hi, Sie werden auf der Brücke gebraucht für die Modulation. Bis gleich. Es hat ganz schön für Wirbel gesorgt, als man sie im Eis gefunden hat. Mhm. Außen wäre fast in Ohnmacht gefallen. Dr. Banner. Oh ja, hi. Sie sagten schon, sie wären dabei. Das heißt, sie könnten den Würfel finden. Ist das alles, was man über mich hört? Nur das interessiert mich. Achtung, hier spricht Agent Hill. Die gesamte Besatzung sofort auf Station und bereit machen zum Abflug. Ich wiederhole, die gesamte Besatzung sofort drinnen melden. Gentlemen, Sie sollten dann vielleicht langsam mit reinkommen. Das Atmen wird hier gleich schwerfallen. Ist das ein U-Boot? Kein Witz, ja? Die setzen mich unter Wasser in einem Metallbehälter, der unter Druck steht? Nein, die fliegen los. Das ist nämlich ein Heli-Carrier. Wir haben einen Treffer. Position? Stuttgart, Deutschland, Königstraße 28. Oh. Deutschland, Königstraße 28. Captain, Ihr Einsatz. Kniet nieder vor mir. Ich sagte, kniet nieder! Nicht vor so einem Fiesling wie dir. Seht euch diesen Mann an. Er soll euch als Exempel dienen. Nein, der liebe dich umgebracht. Der Soldat. Der Mann aus einer anderen Zeit. Ich bin nicht der altmodische ist. Loki, wirf die Waffe weg und ergib dich. Agent Romanoff, vermissen Sie mich? Ja. Du bist dran.
Eisenmann und Captain America. Was jetzt? Er ist praktischer als man denkt. Was ist passiert? Ja. Was macht der Typ da? Der bestellt sich jetzt mal einen neuen Ironman-Anzug. Digga, Captain America wird gerade von Loki drangsaliert oder bestellt sich jetzt mal einen neuen Anzug? Ich glaube, ich irgendwie zu lange im Y gedrückt oder so. Deswegen hat er erstmal, wollte er erstmal den Anzug wechseln. Die blendende Verlockung der Freiheit. Klar. Ja, jetzt kommt das mal wieder bei der Folge. Gedankenkontrollierten Shield Agents. Es gibt keine Version der Geschichte, in der du gewinnst. Bist dich. Was kann ich nochmal? Jetzt war es wieder ein Punkt. Loki-Klone klein. Jetzt taucht er wieder irgendwo auf. Werdet vor mir niederknien. Schickt mal wieder eine Armee von gedankenkontrollierten Agents los. Wieder eine Fresse knallen muss. Und das schon alle? Und schon wer? Hey! So schön wieder einfach. Steht noch eine Armee von Klo. Ich bin aber die Klone mehr werden. Knie nieder. Nicht heute. Ja, ja. Knie nieder! Du. Danke. Hallo? Danke. Schwiegt die weiße Farbe. Kein Wort. Schaffen Sie ihn her. Hat einen ganz schönen Bumserbleib. Naja, Sie sind ja auch noch ziemlich rüstig für Ihr Alter. Fury hat gesagt, dass Sie dabei sind. Ja, Fury erzählt Ihnen so manches nicht. Das ist ein Tor. Er nimmt seinen Halbbruder mit. Wo ist der Tesseract? Ich dachte, du wärst tot. Hast du getrauert? Wir alle. Unser Vater. Dein Vater. Jetzt hör mir gut zu, Bruder. Ich bin ganz Ohr. Da
Das hier ist zu groß für dich, Mann aus Metall. Wenn er den Würfel rausrückt, kriegst du ihn. Aber bis dahin. Steh nicht im Weg. Tourist. Tourist. Hier ist Popcorn. Später denn. Was ist denn der Adjustment? Ich hab's schon gesagt. Bam! Mach kaputt die Scheiße. Tourist. Ne, der Tourist ist leider weggeflogen. Da müssen wir jetzt kämpfen, ne? Ja, später machen wir uns so mal weiter. Mal erstmal ein Start sagen. Mutter gewahr, dass ihr mit den Vorhängen spielet? Hey! Das reicht. Wir gucken den Ganzen noch ein bisschen zu anscheinend, wo ich kann noch nichts großartig machen. Außer zu natürlich mal die richtige Taste zu drücken. Das sieht irgendwie immer das gleiche, keine Ahnung warum. Drück jetzt mal ganz auf A. Können wir mal damit platzieren, das wären's mal. Ja, jetzt schon das alles so ein bisschen. Das war anscheinend nicht die Taste zu spammen. Sieht es nicht weiter. Lass mal was zusammen. Ja, bestimmt jetzt seine Energie drauf bleiben. Ja, ist er. Ganz nicht freiwillig, aber. Ja, noch vorher kann er es gegeben. Ich bin nicht mehr. Brauchst du Energie umleiten? Mit Iron Man dann. Ist die in die Fresse noch? Die Betten sind höher. Ungefähr. Und dann werden Baum erzählt, auf dem er steht. Jetzt kannst du auch B drücken. Jetzt kannst du B drücken. Ja, aber dann... Ich habe einen Doktorat.
einmal einen Sauerstropfen. Haben sie Sloppy immer noch. So, Hüpfrenner. Und bam. Das reicht jetzt. Hm? Ich weiß nicht genau, was du hier vorhast. Ich bin hier, um Lokis Pläne zu vereiteln. Dann beweis es. Und leg den Hammer weg. Ich soll den Hammer weglegen! Gong. Sind wir dann hier fertig? Shakespeare im Freien. Black Widow, Bruce Banner, Captain America, Iron Man Mark Zetz. Schädchen fortsetzen.